Entwickler Gearbox hat neue Charaktere für das kommende Shooter-Spiel Battleborn vorgestellt. Wer schon immer mit einem Pinguin in einem schwer bewaffneten Mech über das Schlachtfeld laufen wollte, bekommt nun mit Toby die Chance dazu. Zu seinem Waffenrepertoire zählen die Railgun, die sich aufladen lässt und somit vermehrt Schaden zufügt, und die Arc-Minen, die bei Beschuss in die Luft fliegen. Sollte es doch einmal zu eng werden und das gegnerische Feuer unaufhaltsam erscheinen, kann Toby sein Force Field aktivieren, das den feindlichen Beschuss vorübergehend abwehrt. Als letztes kann der kleine Pinguin seinen Kern entladen und somit einen mächtigen Laserstrahl auf seine Gegner loslassen. Mit ein wenig Zielgenauigkeit lassen sich so schnell Feinde in die Schranken weisen. Der nächste neue Recke ist das Ungetüm Atticus. Als eine Mischung aus Dämon und Roboter geht er direkt in den Nahkampf und benutzt seine biologische wie bionische Faust gegen seine Feinde. Mit einem gezielten Sprung nach vorne überbrückt er auch schnell die Distanz zwischen sich und den Fernkämpfern. Sollte Atticus doch einmal umzingelt sein, so kann er mit gezielten Schlägen auf dem Boden Blitze über diesen entfachen und so massiven Schaden an Gegnern austeilen. Zuletzt bekommen die Frauen in Battleborn noch Verstärkung. Galilea wappnet sich mit Schild und Schwert und bietet eine Mischung aus Nah- und Fernkämpferin. Aus ihrer Linken schießt sie Energieblitze, mit der Rechten führt sie die Klinge gegen ihre Feinde. Um den Feindbeschuss auszuweichen, kann sich Galilea in einen Schatten verwandeln. Eine Fähigkeit, die sich zum Anschleichen an Gegner oder zum Flüchten eignet. Somit besitzt Battleborn bisher 20 Charaktere, was für diese Art des Spiels eine beachtliche Anzahl ist. Nur Overwatch besitzt mit 21 noch mehr Kämpfer. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass es bis zum Release am 3. Mai noch einige Zeit hin ist und es sicherlich auch nach der Veröffentlichung neue Charaktere geben wird.